Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch ein Frosch im Hals, Moment. Wenn man hier mit der Startnummer 22 aufläuft, dann ist das ein bisschen schwieriger. Wenn ich diese Zahl als Trikot in der richtigen Mannschaft heute tragen würde, hätte ich vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit, aber vielleicht nicht als der 22. Redner auf dieser Konferenz heute. Dabei haben wir als KfW durchaus Interessantes zu berichten, denn wir schauen auf eine 30-jährige Geschichte in der Zusammenarbeit mit China zurück. Wir haben Kreditzusagen über 13 Milliarden in den letzten 30 Jahren vergeben. Und der Anfang, das ist ganz klassisch in der KfW, war die Entwicklungshilfe. Vor 30 Jahren haben wir noch ganz andere Projekte in China gemacht als heute. Heute gibt es keine klassische Entwicklungshilfe mehr für China, aber wir sind im Bereich des Umwelt- und Ressourcenschutzes, der Verkehrsinfrastruktur auch noch immer in China sehr aktiv. Insgesamt haben wir in der Entwicklungszusammenarbeit etwa 6 Milliarden Kredite, immer zugunsten eigentlich der deutschen Realwirtschaft vergeben. Und heute machen wir ein Projekt zum Beispiel in der Stadt Chongqing, der Verkehrskollaps droht, da vergeben wir 200 Millionen Kredit für eine Neuordnung der Verkehrsinfrastruktur. Wir prüfen auch den Ausbau der S-Bahn, des Streckenausbaus. Und wenn es hier zu einem großen Projekt kommt, dann ist das wieder eine Gelegenheit, wie die KfW Türöffner für deutsche Industrie, für deutsches Know-how und Technik sein kann. Wenn ein deutsches Unternehmen sich gerade als Mittelständler heute in China niederlassen will oder sich überhaupt dort investieren will, begleitet unsere Tochter DEG gerne auch mit einer Beteiligung deutsche Unternehmen ins Ausland. Da haben wir in den vergangenen Jahren über 700 Millionen an Eigenkapitalbeteiligungen oder beteiligungsähnlichen Darlehen gemacht mit deutschen Unternehmen. Und natürlich ist die KfW Spezialfinanzierer im Bereich der Exportwirtschaft und wir haben in den letzten 30 Jahren über 6 Milliarden an Exportfinanzierungen deutscher Unternehmen begleitet, insbesondere im Bereich Flugzeugfinanzierung, Schiffsfinanzierung, aber auch in der Handelsfinanzierung. Und Ende Mai haben wir auch die erste Lokalfinanzierung in Renminbi mal dargestellt als KfW IPEX Bank und haben damit eine Erweiterung eines deutsch-chinesischen Joint Ventures in China unterstützt. Sie sehen also, auch diese RMB-Finanzierung ist schon ein direkter Ausfluss auch des Engagements, was hier in Frankfurt passiert ist. Ein großer Bereich der Zusammenarbeit mit China für uns ist der Bereich des Kapitalmarkts. Die KfW finanziert sich ja ausschließlich durch die Begebung von Schuldverschreibungen, da uns die Hereinnahme von Depositen nicht gestattet ist, ist auch gut so. Und wir sind ein großer Spieler an den internationalen Kapitalmärkten. Euro und Dollar sind natürlich unsere Hauptwährungen, in denen wir emittieren, aber wir haben schon seit 30 Jahren auch andere Fremdwährungen aufgebaut und genutzt. Für uns ist diese Diversifikation in sehr vielen Währungen erstaunlich wichtig, weil es uns den Zugang weltweit zu Investoren gibt. Insgesamt haben wir, glaube ich, 23 Währungen schon emittiert und Renminbi war für uns immer, ich sage das auch mal für mich persönlich, eine besondere Herausforderung, der wir uns gewidmet haben. Schon vor 10 Jahren habe ich mit den chinesischen Behörden über die Emission von einem Panda-Bond, also einem Bond am lokalen chinesischen Markt für ausländische Emittenten gesprochen. Damals wurden wir freundlich empfangen, aber es gab auch Themen, die das noch nicht möglich machten, wie eine chinesische Chinese Gap, dass wir unseren Jahresabschluss eben vorbringen sollten. Das war uns dann doch ein bisschen zu kompliziert. Aber wir haben diese Diskussion fortgeführt und 2010 hat sich dann die Lage in China so gewandelt, dass man gesagt hat, wir öffnen den Markt in Hongkong für Offshore-Emissionen, für ausländische Emittenten.
Wir haben 2012 unsere erste Dim-Sum-Anleihe in Hongkong emittiert und das hat sich dann fortgesetzt durch unser Engagement, dass wir hier an dieser Clearing-Initiative RMB in Frankfurt natürlich gerne teilgenommen haben und deswegen auch als sozusagen Emittent, der auch andere Währungsmärkte entwickelt, gerne den ersten Goethe-Bond hier auch mit emittiert haben. Ich möchte auch noch mal eins sagen, wir beklagen ja oft, dass der Dialog zwischen Politik und Finanzindustrie unterentwickelt ist, weil es ja auch immer um Regulierungsfragen geht. Diese Clearing-Initiative ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie Politik und Finanzwirtschaft zur Förderung des Finanzplatzes Frankfurt an einem Strick gezogen haben. Ich sage da auch noch mal von meiner Stelle aus vielen Dank. Wir würden uns noch mehr Projekte dieser Art wünschen. Und ich habe von der Vertreterin der People's Bank of China ja heute mit Interesse gehört, dass das Thema Panda Bond nach wie vor auf der Agenda der chinesischen Behörden ist. Und insofern schließe ich mit dem Wunsch, dass dieser Panda Bond für die KfW auch nochmal in Erfüllung geht und hoffentlich in der not too distant future. Vielen Dank.